Kammerwadin, ja, einer, der über das Handeln und das Tun und das Verhalten spricht und über die Konsequenzen, die Wirkungen von Handeln, Tun und Verhalten. Das sei ein zentrales Element seiner Darlegung. Und dann sagt er auch noch, er sei ein Vibhachavadin, ein Unterscheidender. Er unterscheidet, was heilsam ist und was unheilsam ist. Und dann sagt er eine ganze Sequenz von Begriffen, die alle zu tun haben mit Energie und mit Absicht. Er sei ein Kriyavadin, das ist ein Tun, das ohne Konsequenzen ist. Das heißt, dass ein Tun ist, das karmisch weder heilsam noch unheilsam ist. Und das dennoch ein Tun ist. Und er sagt, er sei jemand, der Energie darlegt. Er sei ein Virya-Vadin. Nicht ein anstrengungsloser, es reicht, wenn ich es beobachte, nur schön ruhig bleiben, Vadin, sondern er sei jemand, der zupackt und Energie aufbringt und sie in einer unterscheidenden Weise einsetzt. Jetzt, wenn wir wissen, dass das, was Tun und Verhalten und Handeln ist, aus der Sicht des Buddha, dann verstehen wir, dass das, was unser Tun und Verhalten und Handeln ausmacht, das ist die Absicht, die diesem Tun und Verhalten und Handeln vorausgeht. Das ist dort, wo wir die Wahl treffen. Der Buddha hat sich herumgebalgt mit seinen Zeitgenossen, einige davon gibt es noch heute, die Jainas, und eine berühmte Auseinandersetzung mit den Jainas war, welcher Aspekt des menschlichen Daseins der gewichtigste sei, was die Wirkungen unseres Tuns angeht. Und die Jainas waren der Ansicht, das ist der Körper. Das, was wir mit dem Körper machen, das ist in gewissem Sinne das Wirkungsmächtigste, das hat die gravierendsten Konsequenzen. Also wenn wir mit dem Körper gut sind, dann ist es besonders heilsam, und wenn wir mit dem Körper nicht gut sind, dann ist es besonders unheilsam. Und der Buddha hat fehlgefunden an dieser Darlegung und hat die Überzeugung vertreten, dass das, was wir mit unserer Absicht tun, die gewichtigste Konsequenz nach sich zieht, im heilsamen wie im unheilsamen Sinn. Jetzt, was taucht auf, wenn wir uns hinsetzen? Wir haben es zu tun mit einer Reihe von Ebenen in Absicht. Ja. Es gibt Impulse, die einfach auftauchen, aber diese Impulse, die sind eingebettet in unsere erklärten Absichten. Und es mag helfen, dass wenn wir eine geklärte Absicht haben, mit der wir etwas tun, dass wir Impulse, die auftauchen, die dieser Absicht vielleicht widersprechen oder zuwiderlaufen in sonst einer Weise, dass diese einfach abgewettert werden können. Kraft unserer Absicht. Also wenn wir uns entschieden haben, etwas zu tun und die feste Absicht bekräftigt haben, dann heißt das nicht, dass wir keine konkurrierenden Impulse erleben. Es ist durchaus möglich, dass wir sagen, nein, ich gehe jetzt nicht in den Kühlschrank, ich will abnehmen, und dann sagt eine Stimme, da ist aber ein Schokolamuster drin. Ja. Und dann sagt die eine Stimme nein, und die andere Stimme sagt, nicht genießt wird ungenießbar. Wer war das? Wer hat das gesagt? Der Buddha oder Konstantin Becker? Jedenfalls ist es richtig. Also es ist durchaus möglich, dass wir bei aller erklärten Absicht zuwiderlaufende Impulse erleben. Und dann gibt es einen kleinen Dialog, ja, der Schwarze und der Weiße, die Gute und die Böse, was immer ihr haben wollt. Wenn ihr das allzu schwarz und weiß malt, dann ist das ein ziemliches Ringen. Beide sagen ich, beide säuseln, drohen, versprechen. Wir kennen das. Das Citta, das Herz, der Geist sind widersprüchlich. Wir wollen widersprüchliche Dinge. Wir wollen anerkannt und gesehen werden, aber wir wollen zugleich auch bescheiden und zurückhaltend sein. Und das gibt eine konfliktierende Kurve irgendwo. Ja.
Unsere Interessenlage ist komplex und wir sind nicht gefeit von höchst konkurrierenden und widersprüchlichen Wünschen in unserem Herzen. Jetzt etwas, was das Abwettern hilft, ist die geklärte Absicht. Dass ich bekräftige, was in meinem Leben wichtig ist oder was in meiner nächsten Dreiviertelstunde jetzt Gegenstand meiner Aufmerksamkeit sein soll. Solche Sachen helfen. Das heißt, wenn ich beginne, diese Übung aufzugreifen, dann ist es wichtig, dass ich meine Absichten kläre. Immer wieder. Und dass ich bereit bin, den Impulsen, die diese Absicht möglicherweise zugute tun oder diese Absicht möglicherweise abträglich sind, dass ich diese Impulse mir vergegenwärtige, dass ich das merke und dass ich bereit bin, das auszuhalten, wenn Konflikt in meiner Psyche stattfindet. Wenn wir Konflikt nicht aushalten, dann gibt es zwei Optionen. Wenn wir Konflikt nicht aushalten, dann heißt das entweder, dass wir einfach dem jeweils dominanten Impuls nachlaufen. Ja. Das nennt sich dann natürlich und organisch oder spontan. Oder dass wir Kontrolle einsetzen. Dass wir einfach sagen, nein, gib nicht. Kein Konflikt, keine Diskussion, kein Dialog. Die Entscheidung bleibt unwiderruflich. Ja, du darfst nicht sein, Konflikt. Ja, dann haben wir so eine diktatorische Über-Ich-Instanz und die knüppelt dann durch. Beides ist, wie ihr zweifellos wisst, nicht sonderlich ersprießlich. Das Letztere hört sich ein bisschen heroischer an und das Erstere ein bisschen, sagen wir mal, lebenszugewandter. Aber beides ist nicht wahnsinnig wachstumsförderlich. Ja? Also muss es uns irgendwie gelingen, dass wir eine ganze Reihe von streunenden Impulsen aufzufangen vermögen und dennoch eine allgemeine Richtung einer erklärten Absicht, sagen wir, bekräftigen in unserer Übung. Es muss eine Bereitschaft geben, erstens mal zu klären, was wichtig ist, was ich tun will, wie ich handeln, wie ich mich verhalten, wie ich zugange gehen will. Und zweitens muss es eine Bereitschaft geben, dass es da Widerspruch gibt, dass es Opposition, Dissidenz gibt in meinen vielen Willensstimmen. Und das kann ich nur tun, wenn ich bereit bin, was auszuhalten, wenn ich bereit bin, zuzuhören, wenn ich bereit bin, das ganze mühsame Geschäft von parlamentarischer Demokratie auf mich zu nehmen. Ja. Das dauert lange und da sind immer welche Hinterbänkler, die nicht mitmachen. Und manchmal sind die konstruktiv kritisch und manchmal sind sie einfach renitent und verknöchert. Ja. Und da gibt es immer welche, die nicht das Heil des Ganzen im Auge haben, sondern ihre schrulligen Eigeninteressen vertreten. Wir alle wissen das. Das ist schwierig. Es ist schwierig, Konsens zu finden. Wenn ihr je versucht, mit Leuten über sieben, die Anzahl sieben scheint die magische Größe zu sein, mehr als sieben Leuten Konsens zu finden in Entscheidungen. Ich habe 20 Jahre in Klöstern gelebt, wo man sich Konsensusentscheidungen quasi auf die Flagge geschrieben hat. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Nicht einfach eine knallharte Mehrheitsdiktatur, ja, 51% und das war's im amerikanischen Sinne, sondern wirklich Konsens ist sehr schwer, das ist sehr schwer zu finden. Konsens zu finden in unserem eigenen Herzen für das, was wir tun wollen und wie wir handeln und uns verhalten wollen, ist noch schwerer zu finden, weil wir höchst fluktuierende Interessen haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Absichten klären, dass wir uns klar machen, wenn wir uns hinsetzen, dass wir das machen, nicht zur Selbstoptimierung oder zur Minderung meiner Neurosen oder zu besseren Rückhaltefähigkeit von Telefonnummern oder was auch sonst, sondern dass wir klar machen, ich übe Meditation, um dieses Herz zu befreien. Lasst uns mit großen Visionen, lasst uns mit mutigen Absichten beginnen, dass wir dieses Herz wirklich befreien von seiner Unwissenheit, von dem Viparyashasi, von dem Begehren,
von der Abneigung, dass wir dieses Herz frei machen. Und um eine solche Absicht zu bekräftigen, um sie aufrechtzuerhalten, um sie zu beleben, braucht es Energie. Ja, da wird es dann auf einer anderen Ebene psychologisch interessant. Wo geht meine Energie hin? Das ist eine gute Frage. Wobei bin ich wach? Wo bin ich immer besonders schläfrig? Wofür habe ich Interesse? Das ist eine Form von Energie. Vitalität, das ist eine Form von Energie. Es muss uns, jenseits davon, was wir denken, sei gut oder wäre gut, muss es uns irgendwann mal zu interessieren beginnen, wo unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unser Interesse hingeht im Laufe eines Tages. Und wo die Energie wegbleibt. Es gibt viele Formen von Wegbleiben von Energie. Manchmal merken wir das einfach, dass der Geist sich zerstreut. Ablenkung sucht. Weil die Energie nicht da ist, sucht der Geist insgeheim irgendetwas, was ihn beruhigt. Mit anderen Worten, ich suche mir kleine Problembereiche, die ich lösen kann, in denen ich Lösungen produzieren kann. Das ist immer beruhigend. Das sagt implizit, ich bin einer, der Dinge lösen kann. Ja, und ich suche mir dann die richtigen Problemchen, die gerade so machbar, lösbar sind. Das ist sehr beruhigend. Oder ich suche mir einen Bereich, wo es mir einfach gut geht. Ja, ich tue Dinge, die ich gerne tue. Oder ich tue Dinge, die ich ohne zu denken tun kann. Oder ich tue Dinge, für die ich bewundert werde. Oder für die ich lasse mich gerne brauchen vielleicht. Ja, ich tue Dinge, wenn es mich beruhigt, gebraucht zu werden, dann lasse ich mich gerne brauchen und das fühlt sich dann gut an. Oder ich lasse mich gerne nicht brauchen, weil sich das nicht gut anfühlt für mich und dann tue ich genau die Dinge, wo mich keiner braucht, wo ich mein eigenes Ding mache. Wir haben also einen Haushalt von Energien, wo unsere Wachheit, unser Interesse, unser Fokus, unsere Vitalität hingeht. Und irgendeinmal ist es notwendig, dass wir uns fragen, wo das ist, unbesehen unserer Ideologien. Ideologie sagt, guter Buddhist mag alle Leute, bemüht sich um Mitgefühl, aber hat eine Schwäche für Hahnenkämpfe, ja, oder so. Ja. Energie geht dorthin. Ja. Ich habe viele Jahre in einem Land gelebt, in dem es leidenschaftliche Hahnenkämpfe gibt. Ja. Thailand, Buddhismus, liebevolle Güte, jedes Kloster, aber dann Hahnenkämpfe. Ja. Männliche Teil der Bevölkerung, erstaunlich faszinierbar für Hahnenkämpfe. Ziemlich erstaunlich, wenn ihr aus der Schweiz kommt, wie ich, und dann diese Hahnenkämpfe. Ja. Eine so Faszinosum darstellen. Also offensichtlich gibt es da Energie, die irgendwie in was reingeht, das mit Hahnenkämpfen zu tun hat. Ja. Während wir alle lieb sein und Harmonie pflegen, wie das thailändische Kinder lernen von klein auf, aber dann gibt es eine wahnsinnige Faszination mit Pach, mit Power und Macht und Kampf und Wettbewerb. Ja. Da muss man vielleicht nicht ganz bis Thailand gehen. Ich denke, das ist schon hier. Ja. Das findet ihr schon am Schwingfest am Brünig wahrscheinlich. Dann beginnt das. Das riecht schon ein bisschen nach Hahnenkampf. Also, wenn ich merke, dass mein Interesse in diese Dinge geht, statt eines moralisierenden Pfui, Pfui, Pfui oder oh, hoffentlich hat es niemand gekriegt, ja, wie das Glitzern in meine Augen gekrochen ist, sondern, okay, da ist offensichtlich etwas, was mich vitalisiert. Was kriege ich da? Was passiert hier? Weshalb ist das interessant? Wir lernen, wo diese Energie hingeht. Das ist die leichtere Variante der Übung. Die schwierigere Variante der Übung ist, herauszukriegen, was dort passiert, wo wir keine Energie haben. Das ist schwieriger. Als Meditierender kennt ihr Zustände, die in das dritte Hindernis gehören. Ja? Tinamida, Schläfrigkeit, Mattigkeit, Taubheit, Stumpfheit. Die hat viele Ausprägungen. Eine davon ist einfach einschlafen. Ja. Eine davon ist so ein Wattegefühl und dabei aufrecht bleiben.
Eine ist einfach nicht spüren. Eine ist so säuselnd in eine Traumwelt gehen. Und dieses auch gilt es zu untersuchen. Das ist dann die Kehrseite dessen, was mich interessiert, dass ich mich aktiv bemühe zu verstehen, wo meine Energie abdreht. Jetzt Energie dreht aus vielen Gründen ab. Sie kann abdrehen, weil nicht genug Absicht da ist, weil nicht mein Meditationsobjekt möglicherweise nicht klar genug ist. Energie kann abdrehen, weil zu viel Absicht da ist und etwas in meinem Geist sich wehrt gegen diese allzu willentliche Beschäftigung mit einem Einzelaspekt meines Erlebens. Ja, und meine Schläfrigkeit ist so etwas wie eine Notbremse. Wenn ein Teil meines Geistes einfach untergepflügt wird von einem anderen Teil meines Geistes, der sagt, du musst jetzt auf Retreat, okay, jetzt, nächste Woche, gleich geht's los und dann, du musst auf, du musst teilnehmen, du musst mitmachen. Und da gibt es Teile von uns, die es nicht wollen. Und wenn diese Teile allzu nachhaltig einfach untergepflügt und übertölpelt werden, dann wehren die sich so auf die passiv-aggressive. Die sagen, du kannst mich zwar dorthin schicken, du kannst mich da morgen aufreißen, du kannst mich in die Halle runterführen, aber wenn ich da mal still sitzen soll und mich sammeln soll, dann mache ich nicht mit. Du kannst, und was immer dann du, was immer du glaubst zu können, du kannst mich mal, ja? Okay. Und dann schleppt es ein. Das ist eine Sorte, das ist zu viel Absicht, zu viel Wille, zu viel Fokus. Ja? Wenn unverhandelte Entscheidungen über zu viele Wesensanteile in unserer Psyche hinweg geknüppelt sind, dann wehrt sich das, was da niedergeknüppelt wurde, ist in einem Moment, wo wir das bräuchten, damit dieser Geist sich entspannt und sammelt. Manchmal kommt die Müdigkeit zustande, weil wir etwas begegnen, das uns schmerzlich ist. Die hehre Absicht verstehen, durchschauen, auflösen, transformieren, sublimieren. Ja, dann kommt irgendeine Schmerzlichkeit, die wir in ihrer Schmerzlichkeit gar nicht die Geduld haben, überhaupt zu ertragen oder zu begegnen. Wir wollen sie einfach gleich lösen. Ja, das sind Leute, die gar nicht erst zuhören, die Probleme schon lösen, bevor sie überhaupt kopiert haben, worum es geht. Ja, ihr kennt solche Leute sicher. Und das klappt nie. Ja. Bevor wir etwas verstehen und durchschauen und auflösen kann, muss man überhaupt bereit sein, es zu haben in seiner Problemfassung. Man muss überhaupt bereit sein, dahin zu gehen, wo es eigentlich stattfindet. Und wenn das zu schnell, wenn wir zu lösungsorientiert sind, dann verbirgt sich hinter dieser sogenannten Lösungswunsch, verbirgt sich oft eine Ungeduld oder eine subtile Aversion, es überhaupt gar nicht haben zu wollen. Ja? Und während ich mich glaube, um eine Lösung zu bemühen, lebe ich einen subtilen Aspekt von Aversion aus. Ich will es eigentlich gar nicht. Oder einen subtilen Aspekt von Vipavatana, vom Wunsch, dass etwas verschwindet. Die Reaktion darauf kann sein, dass unsere Psyche wie die Notbremse zieht und einfach die Energie wegnimmt. Jedes Mal, wenn ich in dieser forschen oder allzu nassforschen Weise an das rankomme, was ich zu ergründen vorgebe, aber dass mein Tempo oder meine Haltung nicht angemessener ist, dann läuft mir die Energie weg und es wird einfach alles wahnsinnig schwierig oder wahnsinnig kompliziert oder wahnsinnig mattig. Und dann findet eine Art Benebelung statt und das nächste bewusste Geistmoment ist der Klang der Glocke, der das Ende der Meditation signalisiert. Das ist eine Möglichkeit, ein Grund für Müdigkeit. Ein anderer Grund für Müdigkeit ist Aversion. Oft verschleppt sich oder versteckt sich hinter Müdigkeit so etwas wie Aversion. Und es ist ganz attraktiv, wenn ich Aversion spüre, als unangenehme Erfahrung, dass ich mir das mildere, indem ich einfach müde werde. Müdigkeit ist zwar nicht sehr ruhmvoll, aber es ist auf jeden Fall angenehmer als dasitzen und so ein unterschwelliges Grollen von sich geben und so leicht brodeln und in Aversion schmoren. Ja.
Müdigkeit ist so, ist angenehmer als das. Und deshalb, es bricht die Kanten, es nimmt das Schmerzliche, es weicht die Konturen auf, es tut weniger weh, mit anderen Worten. Deshalb ist Müdigkeit plötzlich attraktiv. Manchmal hat Müdigkeit etwas zu tun mit einem Ungleichgewicht unserer Ambition und den tatsächlichen Ressourcen, die da sind. Also zum Beispiel mag meine Psyche entscheiden, dass es nicht sicher genug ist hier, dass ich nicht genug Unterstützung habe, dass ich nicht genug Zeit habe, dass da Umstände sind, in denen ich mir nicht erlauben kann, etwas tiefer anzugehen, etwas tiefer zu erleben. Und wenn ich dann noch ein bisschen so ambitioniert bin, dann kann sich meine Psyche manchmal dem Druck dieser Ambition entziehen und einfach sagen, jedes Mal, wenn er dort in die Nähe kommt, wird es ganz schläfrig. Ja. Wir können ihn da jetzt nicht reinlassen, der passt, das ist nicht die richtige Ort, die richtige Zeit, die richtige Umgebung, damit ich mich mit dieser Sache dort wirklich tief beschäftigen kann. Ja. Dazu brauche ich mehr Zeit vielleicht. Ja. Wir müssen nächsten Montag wieder funktionieren und er macht ein Wochenendretreat und die großen Kisten werden nicht ausgepackt, ganz einfach, weil es nicht geht. Ihr könnt da nicht rein, ohne dass ihr an den Nähten aufgeht für eine Weile. Und wenn ihr Montagmorgen wieder funktionieren müsst, dann weiß etwas in euch, dass das nicht geht. Unbesehen davon, was euer Neokortex sagt und was eure Ambition sagt. Etwas in euch lässt euch nicht ran. Und eine Möglichkeit, euch davon abzuhalten, an die schmerzliche Sache ranzugehen, ist einfach, ihr werdet in Schlaf versetzt, jedes Mal, wenn ihr in die Nähe kommt. Die Psyche hat gelernt, sich zu schützen, indem sie einfach bremst. Anders, es gibt auch die ehrbare Müdigkeit, ja, wenn ihr nicht schläft oder wenn ihr zu viel esst oder wenn ihr zu lange dran seid, das gibt es auch. Es gibt auch Müdigkeit, die einfach mit Müdigkeit zu tun haben. Nicht alles ist Verdrängung oder mangelnder Fokus oder zu viel Fokus oder Aversion kaschiert. Aber die ehrbare Müdigkeit, die lässt sich relativ leicht rauskriegen. Wenn ihr hellwach werdet, sobald die Glocke klingt, oder wenn ihr hellwach seid und irgendjemand sagt, meditieren, und dann werdet ihr wahnsinnig müde. Oder sobald ihr euch hinsetzt, werdet ihr wahnsinnig müde. Und dann geht ihr raus und es ist Essenszeit und ihr seid kein bisschen müde, dann gibt es schon so ein Verdachtsmoment, dass diese Müdigkeit etwas Strategisches hat und nicht einfach ehrbare Erschöpfung ist. Ich möchte euch bitten, jetzt so, denkt ein bisschen nach, spürt ein bisschen nach, wo eure Energie herkommt und wo sie hingeht. Wo ihr besonders wach seid. Wo ihr das Gefühl habt, ihr seid besonders vitalisiert, ja, wo es ein bisschen knistert, ja, wenn ihr den Fokus eurer Aufmerksamkeit bewegt. Und wo es einfach matt ist und wattig und so Weichzeichen am Bildrand. Ja. Achtet ein wenig darauf. Und wenn ihr Muster habt, ihr seid einige von euch eine ganze Weile schon dran, wenn ihr Muster habt und Rhythmen, spielt ein bisschen mit diesen Mustern und Rhythmen in eurem Tag. Wann ihr aufsteht, was ihr macht nach dem Essen, welche Abläufe ihr pflegt. Oft setzen Änderungen in diesen Rhythmen Energien frei. Ja? Wir sind Gewohnheitstiere. Und Rhythmen können uns helfen, Dinge durchzuhalten, aber zugleich binden Rhythmen auch Energie. Und ein kleines Verschieben in einem Rhythmus setzt oft Kräfte frei, oder? Oft klären sich Perspektiven und die Wolken lichten sich. Wenn wir etwas Ungewohntes tun, mindestens einmal am Tag sollte man etwas Ungewohntes tun. Und was immer euer Energie- oder Müdigkeitsmuster ist, was immer ihr feststellt an euch, seid euch nicht zu gut, untersucht es. Fühlt euch nicht super, wenn ihr viel Energie habt und unangreifbar und seid nicht beschämt, wenn ihr wenig Energie zu haben glaubt oder wenn ihr schläfrig seid. Kümmert euch nicht um diese Dinge in Begriffen von, das sieht schlecht aus oder ich schäme mich, sondern untersucht sie. Es ist keine Schande. Es ist leicht, gut auszusehen, wenn man viel Energie hat
Aber niemand kann immer viel Energie haben, versteht ihr? Und nachzuspüren, wo die Energie herkommt, das heißt, wo mein Interesse meinen Neigungen entsprechend hingeht, wo meine Aufmerksamkeit meinen Neigungen entsprechend hingeht, wo ich besonders wach bin bei und das Gegenteil, wo ich besonders schnell durch will, wo ich besonders wenig Energie spüre, was mir besonders, ja, wenig enthusiastisch erscheint. Das sind sehr, sehr aufschlussreiche Betrachtungen. Nehmt die mit in eurer Meditation, außerhalb eurer Meditation. Interessiert euch dafür. Das ist sehr aufschlussreich. Gut.